und herzlich willkommen zu einem besonders musikalischen Kurier-Talk. Denn mein heutiger Gast hat sich in der Schlagerwelt schon einen Fixplatz gesichert und ist zu einer wahren Fixgröße aufgestiegen. Jetzt geht sie wieder auf Tour und auch ein neues Album ist am Start, das im Jänner herauskommen wird. Ich freue mich sehr, heute bei mir Melissa Naschenweng begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Grüß dich, servus. Ich habe schon gesagt, Melissa, im Herbst geht's wieder auf große Tour bei dir. Wie sehr stehst du denn schon in den Startlöchern? Ja, wir sind ja ein bisschen beim Proben jetzt. Die Vorfreude ist natürlich riesengroß. Man arbeitet ja lange auf eine Tour hin. Es ist ja eigentlich jetzt erst die zweite Tour, die erste, die wir in Deutschland da mitnehmen. Also wir haben ja letztes Jahr die Bergbauerntour in Österreich vorwiegend gespielt, mit einem Termin in München dann. Und jetzt sind doch viele, viele Termine auch in Deutschland und 4 Termine in Österreich. Ich freue mich riesig drauf, meine Band ist schon bereit. Der Feinschliff wird gerade noch gemacht und dann freue ich mich, wenn sie mich endlich loslassen. Genau, und das ist die Bergbauern-Burm-Tour, muss man dazu sagen, diesmal. Was macht denn für dich das Live-Spielen so besonders? Ja, ich glaube, jeder Künstler wird mir da jetzt bestätigen, es ist einfach das Schönste, wenn man auf der Bühne steht, wenn man merkt, die Leute haben eine Freude, wenn man anderen Menschen eben diese Freude bereiten kann, wenn kleine Kinder vorne stehen, wenn sie sich in pinke Lederhosen schmeißen, wenn sie da mitsingen, da geht einfach mein Herz auf. Und da weiß ich immer wieder, dass ich einfach jede Sekunde, auch wenn es manchmal hart war, ausgezahlt hat, weil Musik macht mich selber so glücklich und wenn ich dann andere auch noch glücklich machen kann, dann glaube ich, habe ich, ja, meinen Wunschjob wirklich gefunden. Jetzt hast du schon ein bisschen von den Fans erzählt, die da ganz begeistert in der ersten Reihe und natürlich auch in den weiteren Reihen mit dabei sind. Gibt es ein Erlebnis mit einem Fan, das du besonders berührend gefunden hast? Also was Kinder angeht, habe ich extrem viele berührende Momente gehabt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, da war in Deutschland im Sommer bei einem Open Air, ich glaube, da hat es 35 Grad gehabt, gefühlt, überall ist der Schwitzabgrunnen. Und dann plötzlich steht unten ein Mädel mit einem Plakat und da steht drauf, Melissa, ich habe Vanillekipferl für dich dabei. Und ich habe mir so gedacht, was? Und das war so eine kleine Maus mit, ich glaube, 5 Jahren oder so, darf ich zu dir auf die Bühne kommen? Und dann hat sie die ganze Zeit die Vanillekipferl im Sommer gehabt und ich habe mir gedacht, nein, den muss ich jetzt wirklich auf die Bühne aufholen. Und dann habe ich sie aufgeholt und ja, dann hat sie natürlich einen riesen Applaus bekommen. Die Leute haben sich so gefreut und vor allem einfach die Idee, so Vanillekipferl sein, meine Lieblingskeks im Sommer mitzunehmen, ist schon ziemlich stark. Dann hat sie noch was gesungen mit mir und es gibt ja immer wieder Kinder, die mit mir singen auf der Bühne, wo ich mir einfach denke, ein Kind ist so unglaublich ehrlich und liest auch nicht immer alles, was so geschrieben wird, sondern stellt sich daher und sagt, entweder ich finde es cool oder ich finde es nicht cool. Und das ist schon eines der größten Komplimente, ja, wenn es in die Kleinen gefällt. Absolut. Und wie waren die Vanillekipferl? Die waren ausgezeichnet. Danach habe ich sie geteilt mit meiner Band und alle haben gesagt, wow, ich freue mich schon auf Weihnachten. Ja, schön, weil man das im Sommer auch ein bisschen, ja, Weihnachtsstimmung verbreiten kann. Da wird es ein bisschen kühler in die Gedanken zumindest. Absolut. Und ich habe schon angesprochen im Intro, du hast auch ein neues Album am Start, und zwar das Album Alpen-Barbie. Darauf ist auch die Single Legenden, die schon draußen ist, und da hören wir jetzt einmal rein. Wir sagen den Pfad, wo wir den Mund holen. Halt
Sehr cooler Song. Wer ist denn für dich eine Legende? Ja, also eine Legende ist für mich definitiv mein Papa zum Beispiel. Also der hat ja wirklich auch in seinem Leben viel geleistet und mir das eigentlich vorgelebt, dass mit harter Arbeit alles möglich ist. Ich sag, wenn ich jetzt an die Verstorbenen denke, definitiv meine Oma und mein Opa, die haben 7 Häuser gebaut, die haben wirklich von in der Früh bis auf Nacht durchgearbeitet, haben 4 Kinder großgezogen, haben uns diese Werte mitgegeben, auf die es im Leben einfach ankommt. Ich habe einen guten Glauben auch mitgekriegt und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben habe dürfen. Es gibt natürlich auch Menschen, die Legenden sind, wenn man jetzt an Sport denkt, zum Beispiel Hermann Mayer, das ist ja kein Geheimnis, dass das für mich eine Legende ist. Oder musikalisch gesehen Falco. Also auch in Deutschland, wenn wir da, also ich bedanke mich ja immer bei den deutschen Fans auch und eben bei den österreichischen Fans und erzähle immer wieder, dass ich den Amadeus gewonnen habe. Und wenn wir da Amadeus anspielen, also da bebt die ganze Halle. Also das ist ja auch eine Legende, etwas, was einfach da nie vergeht. Absolut, da hast du recht. Und jetzt zum Namen Alpen-Barbie. Warum? Wie bist du da darauf gekommen? Ja, ich habe in Deutschland eine Schlagzeile bekommen und da ist dann in diesem Artikel das Wort Alpen-Barbie vorgekommen. Der Artikel war damals gar nicht so gut, ehrlich gesagt, es ist schon länger her. Einer der wenigen, die nicht so gut waren und dann habe ich mir gedacht, in jeder schlechten Sache gibt es ja auch was Gutes und irgendwie habe ich mich gar nicht da eingesteigert, was da geschrieben worden ist, sondern habe einfach nur den Namen gelesen, Alpen Barbie, und habe sofort meinen Produzenten angerufen und habe gesagt, du, das ist echt ein gutes Wort, das merken wir uns, bitte schreib mal, wenn es uns einfällt, ein Lied drüber. Ja, der Alpen Barbie Song, der war dann fertig und dann habe ich mir gedacht, es lasst mich nicht mehr los. Alpen Barbie beschreibt mich eigentlich perfekt. Blond, ein bisschen frech, ein bisschen, ja, immer gern wieder ein bisschen glitzerig, dann doch wieder am Feld mit einem Bikini-Oberteil und einer Jeanshort. Als Bergbauernmadel hat man vielleicht gesagt, ja, das ist zu frech. Aber als Alpen-Barbie, glaube ich, kann ich mir jetzt einiges erlauben, ohne dass sie sagen, das ist kein Bergbauernmadel, ja, also sehe die Alpen-Barbie jetzt. Und du hast da jetzt schon sehr viel angesprochen, was halt so typische Girls-Girls-Things sind. Was jetzt gerade in letzter Zeit irgendwie auffällt, auch bei den abgesagten Taylor Swift-Konzerten, wo sie in eine ähnliche Richtung gegangen ist mit ganz viel Glitzer und so weiter, dass genau das dann irgendwie kritisiert wird. Wie siehst du das? Also ich glaube, wenn man jetzt bei einer Taylor Swift irgendwas kritisiert, dann hat man sonst im Leben einfach keine Beschäftigung, weil das ist einfach der Act. Also wenn man sich das anschaut, was da passiert, wie sie sich von einer Country-Sängerin zu einem Riesen-Popstar entwickelt hat, dann kann man einfach nur gratulieren. Also ich glaube, das wird so schnell niemand mehr schaffen. Und ja, es gibt Menschen, die leider immer gerne kritisieren, aber ich sage jetzt wirklich so, ich würde mir wünschen, dass die Leute einfach die anderen akzeptieren und dass jeder so sein Ding machen kann. Und ja, dass man einfach einmal im Herzen Frieden findet, weil es gibt so viele Menschen, die im Herzen keinen Frieden haben und das finde ich eigentlich total schade und ich weiß auch gar nicht, warum das passiert, dass manche ja, so viel Hass in sich tragen und das auf andere loslassen. Mittlerweile, ich freue mich sogar ab und zu, wenn es Kritik gibt, weil ich mir denke, so fange ich an zu polarisieren. Die Leute, also meine Bergbauernfamilie verteidigt mich dann auch. Und ich bedanke mich auch bei allen, die mir die Zeit schenken, weil mir wäre ja die Zeit zu schade, für irgendwas Energie zu investieren, was sich eigentlich nicht lohnt, weil es gibt so viele schöne Sachen im Leben. Und von dem her, also bin ich definitiv der Meinung, dass man sich einfach nur auf das Schöne konzentrieren soll im Leben.
Genau, und jetzt sind wir schon bei den Kommentaren, weil da du in der Öffentlichkeit stehst, gibt es natürlich immer wieder Spekulationen, auch über das Privatleben. Erst letztens, genau, war der Ring, glaube ich. Ich glaube, es war nur ein einziges Kommentar, soweit ich gesehen habe, wo gleich gefragt wurde, okay, ist da schon eine Hochzeit im Raum gestanden? Nervt dich das oder wie siehst du das? Nein, also eher so meine Freunde, die mich angerufen haben und gesagt haben, es ist schon schade, dass du uns nicht eingeladen hast. Wolltest du das Wiener Schnitzel nicht zahlen oder was? Irgendwie kann ich dann auch schon mittlerweile drüber lachen, weil wenn ich mir jetzt über alles Gedanken mache, also ob die Dirndlschleife jetzt richtig ist oder ob ich meine Ringe richtig trage, dann wäre ich nicht mehr fertig. Ich habe so viele andere Sachen zu tun. Ich mache gerade ein Album, ich gehe jetzt auf große Tour. Also das sind wirklich Kleinigkeiten, wo man denkt, ja, danke, dass ich scheinbar wirklich immer wieder eine Schlagzeile aufreiße. Ich glaube, das ist mir irgendwie angeboren, dass ich, egal was ich mache, immer irgendwas bringe oder mir immer irgendwas rausrutscht, was dann für eine große Schlagzeile gemacht ist. Also von dem her sind wir froh, dass nichts Schlimmeres passiert auf der Welt, weil dann hätte ja ich keinen Platz mit meinen Schlagzeilen. Ich glaube, die Leute mittlerweile müssen auch schon ein bisschen schmunzeln und ich verstehe auch die Art und Weise, wie ihr oder wie die Medien arbeiten und kann ehrlich gesagt sehr gut damit umgehen. Aber was du schon gezeigt hast, grändeln kannst du schon. Was ja grändeln kann ich perfekt. Genau, ja. Das hast du erst jetzt wieder gezeigt eben im Fernsehen. Das kann ich aber schon seit ich Kind bin. Also von dem her, wo ich 12 war, hat die Oma auch nicht gesagt, jetzt musst du sofort heiraten, weil du es kannst. Aber witzig, ja, das habe ich jetzt im Fernsehen gemacht und das hat mir eigentlich riesen Spaß gemacht, die ganze Sendung über da zu schauen, dass mein Nudeltag eh nicht eingeht, weil es 35 Grad hat. Es war ein bisschen eine Challenge, aber alles funktioniert. Und du wirkst immer so wahnsinnig positiv. Gibt es auch etwas, wovor du Angst hast? Ja, natürlich, wenn man jetzt hört, was so auf der Welt passiert, kriegt man natürlich Angst, aber sich in Angst einzusteigern, ist vielleicht auch nicht gut, weil ich will ja auf der Bühne jetzt den Menschen irgendwie Sicherheit und Lebensfreude schenken und oder das einfach transportieren. Und wenn ich jetzt da oben stehe und in einer ängstlichen Haltung, was könnte jetzt beim Konzert passieren oder was passiert jetzt auf der Welt wieder, ja, ist es wahrscheinlich der falsche Weg. Ich glaube, man soll schon einen gesunden Respekt haben vor dem, was passieren kann, aber sich in Angst einsteigern. Also ich bin eher der Freund davon, das Leben richtig zu genießen einfach und wenn es schön ist, einfach nicht drüber nachdenken, was jetzt in der nächsten Sekunde passiert. Absolut. Und das waren die letzten Jahre, waren wirklich sehr dicht bei dir. Hast du auch an eine Auszeit gedacht, wie das zum Beispiel Helene Fischer oder so aus deinem Genre vor ein paar Jahren gemacht hat? Ich glaube, so weit bin ich noch nicht, dass ich sagen kann, jetzt mache ich Auszeit. Außerdem würde mir das einfach riesig fehlen. Ich merke selber, ich habe heuer ja meine Open Airs gespielt im Frühjahr und über den Sommer nur 2-3 Konzerte. Mir fehlt das extrem. Also ich freue mich riesig jetzt, wenn es dann am 21. September losgeht, weil für mich ist es einfach das Schönste, auf der Bühne zu stehen. Für das mache ich das ganze Jahr. Die Alpen-Barbie-CD wird dann am 10. Jänner veröffentlicht, wo ich mir seit 1,5 Jahren Gedanken drüber mache. Und dann möchte ich ja wissen, wie gefällt es in die Leute. Und von dem her, also ich habe heuer wirklich genug Zeit gehabt, mich zu erholen. Von einer Auszeit sind wir noch weit weg. Jetzt bist du zwar eh gut beschäftigt mit der Musik, aber gibt es sonst noch was, was dich reizen würde? Schauspiel hast du schon mal gemacht im Vorjahr? Aber sonst noch? Irgendwelche versteckten Talente? Ich weiß nicht, mehr habe ich nicht. Schauspiel kann schon sein, dass wieder was passiert. Und ich glaube, ich bin mit der Musik einfach eingedeckt und glücklich. Und wenn ich beim Papa im Gasthaus bin, dann schenke ich schon ab und zu mal ein Bier aus. Bin ja Wirtshaustochter. Er hat jetzt nach 9 Jahren wieder das Gasthaus eröffnet. Das hat er ja extra zugesperrt oder zusperren müssen, weil er einfach mit mir unterwegs war. Und umso größer ist die Freude, dass es jetzt ein Bergbauernwirtshaus gibt. Ja, sehr schön. Das heißt, da kann man dich dann auch öfter sehen? Also im Sommer war ich jetzt ein paar Mal schon drinnen, jetzt im Herbst bin ich ja auf Tour. Aber dann sehen wir uns halt nächstes Jahr wieder. So ist es. Und gibt es sonst schon was, was du noch verraten kannst, was in nächster Zeit ansteht? Also ich glaube, jetzt ist wirklich einmal Tour. Wenn man eine Tour gespielt hat, ist man eh, ja, ich glaube, eingedeckt genug, dann das Album. Ich muss ja noch ein paar Lieder einsingen, habe ich auch zu tun. Und dann werden natürlich jetzt schon wieder die Termine fixiert für nächstes Jahr. Nächstes Jahr werden wir auch einige Male spielen. Und für nächstes Jahr, glaube ich, gibt es dann echt auch was Cooles, was ich irgendwann auch veröffentlichen kann. Aber ihr wisst ja selber, oder du weißt es ja am besten. Alles können wir nicht erzählen, gell? Genau, wir müssen uns ja nächstes Jahr wieder treffen. Ja, also. Genau.
Und jetzt zum Abschluss noch, gibt's einen Wunsch, den du hast? Was würdest du dir für dich oder auch generell für die Welt wünschen? Ich wünsche mir einfach Frieden. Wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, Frieden im Herzen. Dass man, ja, dass es das ganze Wilde, was da auf der Welt so passiert, einfach ja, nicht mehr gibt. Aber das ist halt ein Wunsch. Ob der jemals erfüllt ist oder wird, weiß ich nicht. Aber ich werde immer auf einer Bühne stehen und den Menschen das mitgeben, dass man sich respektvoll begegnet, dass man die Menschen so sein lässt, wie sie sind. Dass es gut ist, dass viele Menschen auch eine andere Meinung haben. Und ja, wie viel ich damit bewirken kann, weiß ich nicht, aber ich werde es immer wieder sagen. Sehr, sehr schöne Schlussworte, liebe Melissa. Dann sage ich Dankeschön und jetzt sagen wir nochmal, Bergbauernwurm-Tour startet am 21. September in Passau. Und dann geht es weiter durch Deutschland und Österreich. Die Termine sieht man auf deinem Instagram und auf deiner Website. Dann alle sollen sich Brav-Tickets kaufen. Dann machen wir uns ja gerade. So ist es. Dann vielen Dank für das Interview, liebe Melissa. Danke dir. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen.